Taurine might just be the most important amino acid that you've never heard of. Here are all the complete or marginal nutrient deficiencies you accumulate on a vegan diet. Number one, taurine. Studies tend to show significantly lower plasma and urinary taurine concentrations in vegans. The main forms of taurine in the diet are animal meats. So, anyone who's vegetarian or vegan is likely to be deficient in taurine. There are some nutrition experts who believe that taurine is an essential amino acid for all human beings. The debate is still wide open. We need more research on this topic. Wie man anhand der Videoausschnitte aus dem Intro gesehen hat, gibt es eine Reihe an Personen, die Taurin als potenziell kritischen Nährstoff bei vegetarischer und bei veganer Ernährung ansehen. Im heutigen Video gucken wir uns alle wichtigen Details zu diesem Nährstoff an und sehen, was in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Taurin bisher publiziert wurde. Das heutige Video ist nach Cholin, Kreatin und Kollagen der vierte Teil der Videoreihe zur Stoffgruppe der sogenannten Carni Nutrients bzw. Meat Based Bioactive Compounds. Als Carninutrients werden in der Literatur jene Stoffe bezeichnet, die zum einen in solch einer Menge in Fleisch und in der Reihen enthalten sind, dass über die gängige omnivore Kost physiologisch relevante Mengen dieser Nährstoffe aufgenommen werden können und zum anderen diese Nährstoffe nicht bzw. nicht in physiologisch relevanter Menge zur Bedarfsdeckung in nicht tierischen Lebensmitteln vorkommen. Die Links zu den bereits erschienenen YouTube-Videos zu Cholin, zu Kreatin und zu Kollagen gibt es in der Videobeschreibung und weitere Videos zu anderen Carni-Nutrients wie Carnitin, Carnosin und weiteren folgen in Zukunft. Die im heutigen Video vorgestellten Inhalte gibt es in schriftlicher Form außerdem im hier eingeblendeten und in der Videobeschreibung verlinkten Blogartikel zu Taurin und es gibt außerdem noch eine ausführliche Podcast-Episode zu Taurin in unserem Ernährungswissen-Podcast. Im heutigen Taurin-Video besprechen wir folgende Themen: Allgemeines zu Taurin und die Frage nach dessen Essentialität. Die Wirkung des Nährstoffs Taurin in der menschlichen Gesundheit, die Bedeutung von Taurin in kritischen Lebensphasen wie der Schwangerschaft, Stillzeit und der Beikost, die Wirkung von Taurin auf die Aspekte des Alterns, die sogenannten Hallmarks of Aging, die Taurinversorgung bei vegetarischer und veganer Ernährung ohne vorgeformten Taurin in der Nahrung und zuletzt die Statusbestimmung und konkrete Zufuhrempfehlungen für Taurin bei vegetarischer und veganer Ernährung. Los geht es mit dem ersten allgemeinen Teil zu Taurin. Taurin ist neben Methionin, Cystein und Homozystein eine der vier wichtigen schwefelhaltigen Aminosäuren im menschlichen Körper. Im Gegensatz zu Cystein und Methionin ist zwar die Aminosäure Taurin nicht an der Proteinbildung, an der Proteinsynthese beteiligt, dennoch erfüllt Taurin eine Reihe an wichtigen Aufgaben im menschlichen Körper. Identifiziert wurde Taurin bereits im Jahr 1827 von den beiden deutschen Wissenschaftlern Leopold Melin und Friedrich Tiedemann, die diesen Stoff als die ersten in der Gallenflüssigkeit eines Rinds erkannten und ihn ursprünglich als Gallenasparagin benannten. Die heutige Bezeichnung Taurin tauchte erst ungefähr eine Dekade später in der wissenschaftlichen Literatur auf. Obwohl Taurin also eine weit zurückreichende Entdeckungsgeschichte hat, wie gesagt im Jahr 1827, ist trotzdem bis vor kurzem Taurin wenig im Bewusstsein der Allgemeinbevölkerung gewesen. Und obwohl es in den 1980er, 90ern und frühen 2000ern bereits eine ganze Reihe an wissenschaftlichen Publikationen zu den gesundheitlichen Vorteilen von Taurin gab, wussten die meisten Menschen bis vor kurzem wenig über diese wichtige Aminosäure. Taurin gilt in der gängigen Fachliteratur als nicht essentiell, also nicht lebensnotwendig. Für Nagetiere wie zum Beispiel Mäuse und Ratten. Taurin gilt als essentiell für die Gattung der Katzen und Taurin gilt als semi-essentiell bzw. bedingt essentiell für den Menschen. Wie in einer Übersichtsarbeit zu so Taurin allerdings treffend beschrieben wurde, ist auch die Kategorisierung von Taurin als eine bedingt essentielle Aminosäure eine Fehlbezeichnung in Bezug auf die Bedeutung für den Menschen. Zwar hat der menschliche Körper eine gewisse Kapazität zur Eigensynthese von Taurin, jedoch reicht diese zumeist nicht aus, und eine Erhöhung der Taurinzufuhr über die Nahrung und/oder Nahrungsergänzung ging in zahlreichen Studien mit gesundheitlichen Vorteilen einher. Gerade bei einer rein pflanzlichen, also einer veganen Ernährungsweise wird die Taurinbedarfsdeckung noch weiter erschwert, da nicht nur kein Taurin im Rahmen der Ernährung in vorgeformter Form vorkommt, sondern auch jene Ausgangsstoffe, jene Aminosäuren, die der Körper für die körpereigene Taurinsynthese verwenden kann, nämlich Methionin und Cystein, im Durchschnitt in pflanzlichen Lebensmitteln deutlich weniger dicht konzentriert vorliegt, als es in tierischen Lebensmitteln der Fall ist. Die hier eingeblendete Grafik zeigt den Syntheseweg, beginnend von Methionin zum fertigen Taurin und die zahlreichen darin involvierten Enzyme. Wenn man mehr Infos zum Syntheseweg haben möchte, gibt es alle Details dazu im verlinkten Blogbeitrag. Wichtig für die Rate der Taurineigensynthese ist dabei nicht nur die Menge an verfügbaren Aminosäuren-Ausgangssubstraten wie Methionin und Cystein, sondern auch die Versorgung mit Pyrodoxin, also Vitamin B6, und Niacin, also Vitamin B3, sowie mit den Mineralstoffen Eisen und Molybden darüber hinaus entscheidet die enzymaktivität des individuums über die höhe der jeweiligen menge an taurin-eigensynthese und der limitierende faktor hierbei scheint die sogenannte cystein-sulfinsäure-dekarboxylase-aktivität zu sein deren aktivität neben der genetik auch in abhängigkeit des geschlechts des alters und des gesundheitszustandes des individuums sehr unterschiedliche aktivitätslevel aufweisen kann was wiederum die großen interindividuellen unterschiede in der eigensynthese für taurin erklärt. Die Taurineigensynthese erreicht im Laufe des Lebenszyklus der Frau ihre höchste Aktivität während der Schwangerschaft und hat bei beiden Geschlechtern ihre niedrigste Aktivität im Säuglings- und Kleinkindesalter, weshalb gerade in diesen Lebensphasen ein besonderes Augenmerk auf eine ausreichende Taurinzufuhr zu legen ist. Im Laufe der ersten Lebensmonate des Menschen nimmt die Enzymaktivität von Kleinkindern sukzessive zu und reduziert sich anschließend im höheren Alter erneut, weshalb Senioren durchschnittlich eine schlechtere Taurinversorgung als jüngere Erwachsene aufweisen. Die Taurin-Eigensynthese eines gesunden Erwachsenen beträgt in Abhängigkeit der Proteinzufuhr, der insgesamten Nährstoffbedarfsdeckung und der Enzymaktivität in der Leber zwischen 50 bis 125 Milligramm pro Tag und kann durch diverse Erkrankungen wie Adipositas, Diabetes und gewisse Krebserkrankungen eingeschränkt sein, wodurch es bei diesen Krankheitsbildern einen besonderen Fokus auf eine ausreine Taurinzufuhr zu legen gilt. Im Gegensatz zu anderen Nährstoffen, wie beispielsweise DHA, bei dem Frauen ja eine höhere Rate der Eigensynthese aufweisen, ist die Enzymaktivität im Rahmen der Taurin-Eigensynthese bei Männern durchschnittlich höher, was bei ihnen zu einer durchschnittlich höheren Eigensyntheserate im Vergleich zu Frauen und damit zu einer durchschnittlich etwas besseren Versorgung führen kann. Im Vergleich zu anderen Tieren, wie zum Beispiel Rindern, Ratten, Schweinen, Schafen, Hühnern oder Enten, ist die Enzymaktivität für die Taurin-Eigensynthese im Menschen, wie bereits erwähnt, aber insgesamt gering und gerade in den kritischen Lebensphasen ist daher oft der Bedarf deutlich höher als die Eigensynthese, was es relevant erscheinen lässt, dass Menschen über die Nahrung und oder Nahrungsergänzung zusätzliches Taurin zuführen. Punkt 2. Die Rolle von Taurin im menschlichen Körper taurin erfüllt im menschlichen körper zahlreiche wichtige aufgaben unter anderem die stabilisierung der zellmembran außerdem die aufrechterhaltung der thrombozytenfunktion jene der blutblättchen außerdem ist taurin wichtig für die bindung zellschädigender substanzen in seiner rolle als Antioxidans und taurin ist außerdem wichtig für die regulierung des herzschlages und taurin spielt auch eine rolle in der fettverdauung die rolle in der fettverdauung nimmt taurin deswegen an weil es wichtig für die bildung der gallenflüssigkeit ist und ein mangel an taurin kann die gallenflüssigkeitsbildung eben einschränken Bereits seit mehreren Jahrzehnten wird Taurin außerdem in klinischen Studien zur Verbesserung des metabolischen Syndroms, zur Verbesserung der Insulinproduktion der Betazellen der Bauchspeicheldrüse sowie zur Erhöhung der Insulinsensitivität in Probanden mit Hyperglykämie eingesetzt. Untersuchungen an Diabetikern zeigen außerdem, dass deren Taurinspiegel im Vergleich zu gesunden Probanden um etwa 25% reduziert sind, was eine zusätzliche Gabe an vorgeformten Taurin in der Nahrung bzw. Nahrungsergänzung für Diabetiker besonders relevant macht. Darüber hinaus zeigte eine Erhöhung der Taurin-Zufuhr auf pharmakologische Dosen eine positive Wirkung auf die Blutfettwerte von übergewichtigen Probanden. In einer randomisierten, placebo-kontrollierten Studie mit 30 Probanden konnte die Gabe von 3000 mg Taurin über sieben Wochen hinweg die plasma -Werte der Interventionsgruppe um durchschnittlich 8 mg pro Deziliter senken, wohingegen die Triglyceridwerte der Kontrollgruppe ohne Taurin um durchschnittlich 3 mg pro Deziliter anstiegen. Eine gute Taurinversorgung ist außerdem wichtig für die optimale Funktionsfähigkeit der Muskulatur und entsprechend wichtig für Athleten. Eine Meta-Analyse von zehn Peer-Reviewed-Publikationen zu den Auswirkungen von Taurin auf die Ausdauerleistung von Erwachsenen mit Dosen zwischen 1000 bis 6000 Milligramm pro Tag für bis zu zwei Wochen zeigte, dass die allgemeine Ausdauerleistung der Probanden durch die Tauringabe verbessert werden konnte. Auch weitere jüngere Publikationen unterstreichen die Tatsache, dass Taurin als sogenanntes ergogenes Hilfsmittel zur Steigerung der sportlichen Leistungsfähigkeit wirken kann, indem Taurin unter anderem hilft, Muskelfaserschädigungen vorzubeugen, den Muskelproteinkatabolismus zu mindern und oxidativen Stress reduzieren kann. Die hier eingeblendete Grafik illustriert die Verteilung von Taurin im menschlichen Körper und zeigt, dass der Tauringehalt vor allem in einigen Geweben wie dem Auge, der Milz und dem Herz sehr hoch ist. Aber auch die Thrombozyten, also die Blutblättchen, und die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, sind reich an Taurin. Insgesamt kommt Taurin im menschlichen Körper in einer Konzentrationshöhe von etwa 0,1% des Körpergewichts vor. Eine 60 kg schwere Beispielperson würde somit etwa 60 g Taurin aufweisen. Abseits der bereits besprochenen Einflüsse von Taurin auf diverse gesundheitliche Parameter ist es so, dass Taurin außerdem auch in kosmetischen Aspekten eine wichtige Rolle spielen kann. Zum Beispiel in Bezug auf die Haut- und Haargesundheit. Und es mag kein Zufall sein, dass sowohl Fachkräfte als auch Betroffene in diversen Publikationen davon berichten, dass bei vegetarisch- und veganer Ernährung, die ja oft taurinfrei bzw. taurinarm ist, auf Dauer Probleme mit unter anderem der Haut- und Haargesundheit auftreten können. Die biochemische Plausibilität einer Involvierung von Taurin in der Haargesundheit unterstreicht beispielsweise eine Publikation auf Basis von In-vitro-Studien, die zeigt, dass Haarfolikel im Beisand von Taurin im Nährmedium bessere Überlebensraten als in taurinfreien Nährmedien aufweisen. Darüber hinaus zeigte sich auch anhand von Tiermodellen, dass eine Tauringabe in Kombination mit gängigen Medikamenten gegen Haarausfall, deren Wirkung im Vergleich zur alleinigen Anwendung dieser Medikamente signifikant verstärkte. Taurin kommt außerdem in hoher Menge in der Haut vor und spielt dort eine wichtige Rolle für die Hautgesundheit. Untersuchungen zeigten, dass der Tauringehalt der Haut mit fortschreitendem Alter abnimmt und das wiederum einer von mehreren Gründen für abträgliche Veränderungen im Hautbild sein kann. Taurin spielt außerdem eine Rolle in der Vorbeugung von trockener und schuppiger Haut, indem es entzündliche Prozesse in der Haut mindert und die epidermale Lipidsynthese stimuliert. Im Tiermodell zeigte sich darüber hinaus eine positive Wirkung von Taurin auf die Gesundheit der Haut bezüglich ihrer UV-Lichttoleranz und der Verhaltenbildung. Daher schlussfolgerten die Autoren der Publikation, dass die Tauringabe über die Nahrung und oder Nahrungsergänzung einen positiven Effekt auf das Hautbild und die Widerstandsfähigkeit der Haut haben kann. Drittens, die Bedeutung von Taurin in der Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost. Taurin spielt eine zentrale Rolle in der embryonalen und frühkindlichen Entwicklung. Taurin agiert während der Schwangerschaft als Wachstumsmodulator und ist bedeutsam für die embryonale Gehirnentwicklung, weshalb der Taurinbedarf der Frau während der Schwangerschaft erhöht ist und dringend auf täglicher Basis sichergestellt werden sollte. Die wichtige Rolle von Taurin für das Kind unterstreicht auch der Umstand, dass während der Schwangerschaft und Stillzeit die Taurinausscheidung über den Urin der Frau stark reduziert ist, um möglichst viel Taurin für den Fötus bzw. das Neugeborene aufsparen zu können. Während der ersten Schwangerschaftswochen wird Taurin im mütterlichen Gewebe hierfür gespeichert, um die Taurinvorräte im weiteren Verlauf der Schwangerschaft an den Fötus weiterzureichen bzw. das Neugeborene während der Stillzeit dann über die Muttermilch mit Taurin zu versorgen. Die Auswirkung von Taurin auf die Entwicklung und das Wachstum von Kindern wurde in mehreren Studien untersucht. In einer Untersuchung wurde beispielsweise die Versorgung der Mutter mit Taurin in Bezug auf das Geburtsgewicht untersucht. Im Gegensatz zu dem Drittel der Frauen mit der geringsten Taurinzufuhr, also weniger als 60 mg pro Tag, war die Körpergröße und das Geburtsgewicht der Neugeborenen in der Gruppe mit der höchsten Taurinzufuhr von mehr als 120 mg pro Tag signifikant höher. Ein Taurinmangel der Mutter kann außerdem neurologische Störungen beim Ungeborenen hervorrufen und Studien zeigten, dass Kinder, die mit Taurinmängeln geboren wurden, unter anderem Störungen der Netzhaut und damit der Augenfunktion, Einschränkungen in der Absonderung von Gallensäure und damit einhergehend der Fettabsorption sowie Schäden an der Leber aufwiesen. Niedrige Taurinspiegel während der Schwangerschaft und Kindheit, selbst wenn diese noch im Rahmen der normalen Referenzwerte liegen, können außerdem die Gehirnentwicklung auch langfristig negativ beeinflussen. Das zeigte unter anderem eine Untersuchung an 157 Kleinkindern und Wissenschaftler fanden hier einen Zusammenhang zwischen niedrigerem Plasma Taurinspiegel und niedrigeren Ergebnissen in Bezug auf kognitive Tests der Kinder, sowohl im Alter von 18 Monaten als auch im Alter von sieben Jahren. Vorsicht gilt außerdem auch während der Stillzeit. Taurin ist die häufigste freie Aminosäure im Gehirn des menschlichen Embryos und die zweithäufigste freie Aminosäure in der menschlichen Muttermilch. Wie viel Taurin tatsächlich in der Muttermilch vorkommt, hängt wie bei vielen anderen Nährstoffen erneut von der Versorgungslage der Mutter ab. Untersuchungen zeigten beispielsweise, dass die Muttermilch von Stillenden bei Taurin freier bzw. Taurinarmer Ernährung im Median 35% weniger Taurin enthielt als jene von Müttern mit einer moderat Taurinhaltigen Ernährung wenn nicht gestillt wird und das sollte natürlich immer nach Möglichkeit gestillt werden, aber wenn nicht gestillt wird, dann sollte zumindest besonders darauf geachtet werden, dass die Säuglingsanfangsnahrung, die man wählt, auf jeden Fall Taurin enthält, denn das tut sie nicht von Haus aus und Säuglingsanfangsnahrung sowohl auf Kuhmilchbasis als auch auf Sojamilchbasis und anderen enthält nur dann relevante Mengen an Taurin, wenn das explizit zugesetzt wurde. Die schrittweise Zugabe von Taurin in die meisten Säuglingsanfangsnahrungsprodukte im Laufe der 1980er und 1990er Jahre erfolgte aufgrund positiver Studienergebnisse aus Skandinavien in den 1970er Jahren, die Zeit dass Taurin eine positive Wirkung auf die kindliche Gesundheit aufweist. Dennoch enthält leider nicht jeder am Markt befindliches Anfangsnahrung Zugesetztes Taurin und daher sollte man beim Kauf besonders darauf achten. Besonders achtsam sollte man vor allem in Bezug auf die Taurinversorgung von Frühgeborenen sein, denn Frühgeborene kommen nicht nur mit einem geringeren Taurinspeicher zur Welt, sie weisen auch eine geringere eigensynthesekapazität für Taurin in der Anfangszeit auf und sind daher in besonderem Maße auf eine gute Taurinversorgung über die Muttermilch von gut versorgten Müttern angewiesen. Und das kann in einigen Fällen auch sinnvoll sein, Taurin zusätzlich für sie zu supplementieren. Viertens. Die Wirkung von Taurin auf Biomarker des Alterns. In einer Publikation mit dem Titel Taurin Deficiency as a Driver of Aging stellen die Autoren eine Reihe an Tiermodellen vor, die zeigen, dass eine zusätzliche Tauringabe über die Nahrung nicht nur die Lebensspanne, sondern auch die Spanne an gesunden Lebensjahren verlängert. Nun sind Tiermodelle wie zum Beispiel diese Mausstudie natürlich nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar. Aber sie zeigen einen wichtigen Umstand. Taurin ist ja für Nagetiere wie Mäuse und Ratten, wie wir im früheren Teil des Videos schon gesehen haben, eine nicht essentielle Aminosäure, weil grundsätzlich für die Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen die Maus und die Ratte genügend Taurin selbst bilden kann, weswegen es eine nicht essentielle Aminosäure für sie ist. Für den Menschen ist es ja eine semi-essentielle bzw. bedingt essentielle Aminosäure, weil es Lebensabschnitte und andere Gründe geben kann, warum die Taurinversorgung nicht allein über die endogene Synthese gedeckt werden kann und zusätzliches Nahrungstaurin gebraucht wird. Und warum ist das spannend? Naja, wenn selbst Tiere, die keinen tatsächlichen Bedarf haben an Taurin, trotzdem länger und gesünder länger leben, durch die Tauringabe, das wahrscheinlich auch für den Menschen eine tragende Rolle spielen kann. In der Studie beschrieben die Wissenschaftler nicht nur den Umstand, dass mit fortschreitendem Alter die Taurinspiegel in Menschen, anderen Primaten und Nagetieren sukzessive sinken, sondern auch, dass eine Erhöhung der Taurinzufuhr über die Nahrung oder die Nahrungsergänzung sämtliche Biomarker des Alterns, die sogenannten neuen Hallmarks of Aging, verbessern kann. Im Tiermodell konnte wie gesagt gezeigt werden, dass Mäusegruppen mit zusätzlicher Tauringabe im Vergleich zu den regulär ernährten Mäusen eine Verlängerung der medianen Lebensspanne um 10 bis 12 Prozent aufweisen. Durch die Tauringabe stieg allerdings, wie erwähnt, nicht nur die Lebensspanne, der Lifespan, sondern auch die Spanne an gesunden Lebensjahren, sogenannte Healthspan, und es zeigte sich eine Verbesserung der Knochengesundheit, der Muskel-, Gehirn-, Magen- und Bauchspeicheldrüsengesundheit sowie eine Verbesserung des Immunsystems und weiteres, die sich in weiteren Tierversuchen abseits von Nagetieren auch bei Primaten und bei Würmern bestätigten. In den Wurmkohorten verlängerte sich die Lebensspanne der Würmer durch die Tauringabe sogar um 10 bis 23 Prozent. Beeindruckend waren in dieser Studie mit den Mäusen außerdem die Auswirkungen der Tauringabe auf die Knochengesundheit. Eine Analyse der Knochenstruktur jener mit Taurin zugefütterten Mäuse zeigte eine Erhöhung der Knochenmasse in der Wirbelsäule und dem Oberschenkelknochen im Vergleich zu der Kontrollgruppe und ein sogenannter Dreipunkt-Biege-Versuch zu der Knochenqualitätsmessung bestätigte, dass die maximale Last und Härte, zwei Marker für die Knochengesundheit, in der Gruppe mit Taurin verbessert war. Die Experimenten untersuchten Mäuse wiesen durch die Tauringabe darüber hinaus eine verbesserte Muskelausdauerleistung, Koordination und Stärke sowie verringertes depressionsartiges Verhalten und verminderte Ängstlichkeit sowie ein erhöhtes erkundungsfreudiges Verhalten und ein besseres Erinnerungsvermögen auf. Darüber hinaus zeigte diese Nagetierstudie, dass ältere Mäuse im Vergleich zu jüngeren erhöhte Entzündungsmarker aufwiesen, die allerdings durch die Tauringabe bei den älteren Mäusen wieder auf das Niveau der jüngeren Mäuse gesenkt werden konnten. Vergleichbar positive Effekte durch die Gabe von Taurin konnte außerdem auch bei Rhesusaffen festgestellt werden. Im Vergleich zur Kontrollgruppe verbesserte sich auch bei den Rhesusaffen durch die Tauringabe die Knochenmineraldichte der Lendenwirbelsäule und der Beine sowie einige Biomarker der Knochengesundheit, wie zum Beispiel das Osteokalzin, über den sechsmonatigen Taurin-Supplementierungszeitraum. Wie gesagt, das sind Studienergebnisse an Mäusen und anderen Tieren und die kann man nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Aber die Tatsache, dass selbst bei Mäusen, für die ja Taurin eine nicht essentielle Aminosäure ist, eine zusätzliche Tauringabe, eine Erhöhung der Taurinmenge in der Nahrung solche positiven Effekte hat, sollte einen zumindest in Bezug auf die menschliche Gesundheit hellhörig werden lassen. Fünftens, Taurin bei veganer und vegetarischer Ernährung. Wie mehrere Publikationen zur Versorgungslage der Bevölkerung mit Taurin zeigten, weisen jene Ernährungsweisen, die sehr wenig Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte in der Ernährung haben, ein erhöhtes Risiko für eine Mangelversorgung mit Taurin auf. Und natürlich sind vor allem vegetarisch und vegane Ernährungsweisen, die kaum bzw. gar kein vorgeformtes Taurin in der Ernährung aufweisen, besonders risikoreich, wenn es um die Taurinversorgung geht. Die hier eingeblendete Tabelle zeigt einige der taurinreichsten Lebensmittel. Ganz oben stehen diverse Muscheln, wie Jakobs-, Mies- und Venusmuscheln als die taurinreichsten Lebensmittel. Sehr taurinreich sind auch die meisten Energydrinks und Red Bull enthält beispielsweise so viel zugesetztes Taurin, dass eine 250ml Dose bereits etwa einen Gramm Taurin liefert. Zum Vergleich: Um auf dieselbe Menge an Taurin über gängige Nahrungsmittel zu kommen, müsste man ungefähr ein halbes Kilo Hühnerkeule essen. Die Keule, auch Schlegel genannt, von Hühnern aber auch Truthähnen, enthält dabei um ein Vielfaches mehr an Taurin wie andere Teile des Tiers, wie zum Beispiel Brust und Flügel. Auch wenn man immer wieder hört, dass das Erhitzen von Fleisch und anderen Tierprodukten die taurinkonzentration merklich reduziert, wie der nachfolgende Videoausschnitt sagt, zeigt, you okay? zeigt die Wissenschaft und Literatur das Gegenteil, nämlich dass die meisten der Küchenzubereitungsmethoden keinen merklichen Effekt auf den Tauringehalt der Nahrungsmittel aufweisen. Wie aus der Tabelle ebenfalls zu entnehmen ist, ist klassische Kuhmilch sehr arm an Taurin und Hühnereier enthalten so wenig Taurin, dass sie hier gar nicht in der Tabelle aufgeführt werden. Daher haben vor allem Veganer, aber auch Vegetarier ein deutlich erhöhtes Risiko für eine mangelnde Taurinversorgung. Während westliche Mischköstler je nach genauer Kostzusammenstellung bis etwa knapp 400 Milligramm Taurin pro Tag in ihrer Ernährung haben können, beträgt der Tauringehalt einer vegetarischen Ernährung durchschnittlich nur etwa 17 mg und eine vegane Ernährung ist meist gänzlich frei von Taurin. Die genaue Höhe des Tauringehalts typisch westlicher mischköstlicher Ernährungsweisen kann allerdings sehr stark schwanken in Abhängigkeit der genauen Lebensmittelauswahl und bewegte sich in Untersuchungen im Bereich von unter 10 bis über 370 Milligramm. Aufgrund einer durchschnittlich anderen Lebensmittelauswahl beträgt die durchschnittliche Taurinzufuhr in Teilen Japans durchschnittlich deutlich höhere Taurinmengen und in einigen Fällen nahmen japanische Probanden durch die meeresfruchtreiche Ernährungsweise sogar mehr als 1000 Milligramm Taurin zu sich. Da vegan lebende Menschen nicht nur kein vorgeformtes Taurin, sondern auch weniger von den Taurin-Vorgänger-Aminosäuren Methionin und Cystein in der Ernährung haben, verschärft sich die Situation bei ihnen deutlich. In einer Untersuchung in den 1980er Jahren, die zwar relativ klein ausfiel, aber dennoch relevant für uns ist, zeigte sich, dass trotz einer zumindest im Rahmen der Referenzwerte sich bewegenden Zufuhr an Methionin, Cystein und Vitamin B6 die Taurinwerte der veganen Probanden trotzdem signifikant geringer ausfielen als jene der mischköstlichen Gruppe. In dieser kleinen Untersuchung an 12 veganen und 14 Mischköstling-Probanden zeigte sich, dass die plasma durch die vegane Ernährung etwa 20% geringer als durch die Mischkost ausfielen. Darüber hinaus zeigte sich, dass die Taurinausscheidung über den Urin bei der veganen Ernährung signifikant geringer ausfiel. So schlussfolgerten diese und auch weitere Autoren, dass die Höhe der Taurin-Eigensynthese auch bei Erwachsenen unzureichend ist, um bei taurinfreier Ernährung auf Dauer die Taurinspiegel im Optimalbereich aufrechtzuerhalten. In vergleichenden Untersuchungen zwischen veganen und mischköstlichen Müttern zeigte sich außerdem, wie schon kurz erwähnt, dass die Milch der veganen Mütter bei taurinfreier Ernährung im Median etwa 35 weniger Taurin enthält als jene der mischköstlichen Mütter. Da die Taurinsynthese bei Säuglingen und Kleinkindern im Vergleich zu Erwachsenen ja noch schlechter ausgeprägt ist, ist es hier besonders wichtig auf eine gute Taurinversorgung zu achten und eine taurinfreie Ernährung kann in diesen Lebensphasen besonders kritisch sein. Eine systematische Erfassung des Taurin-Status vegan lebender Kinder wurde bisher leider noch nicht in der wissenschaftlichen Literatur unternommen. Aber die in Fallberichten auftauchenden pädiatrischen Probleme, die Familien mit veganen Kindern in der Literatur immer wieder berichten, könnten unter anderem durch eine zu geringe Taurinkonzentration der veganen Muttermilch bzw. auf ein weitestgehendes Fehlen von Taurin in der Nahrung nach dem Ende der Stillzeit bei Einführung der veganen Beikost zurückzuführen sein. Im Erwachsenenalter spielt Taurin vor allem eine wichtige Rolle in Bezug auf die Gefäßgesundheit. Eine 2016er Publikation, die die Auftrittsrate diverser Erkrankungen und damit einhergehender Todesfälle untersuchte, zeigte beispielsweise, dass in der Gruppe der vegan und vegetarisch lebenden Probanden im Vergleich zu den mischköstlichen Probanden eine höhere Auftrittsrate an kardiovaskulären und auch zerebrovaskulären Erkrankungen auftrat. Darüber hinaus zeigten drei voneinander unabhängig durchgeführte Untersuchungen, dass das Blut von Vegetariern und Veganern im Vergleich zu Mischköstlern in Ex-Vivo-Studien höhere Raten an Thrombozytenfunktionsstörungen aufwies. Ein naheliegender Kandidat unter den Mangelnährstoffen mit Wirkung auf die Thrombozytenfunktion wäre unter anderem auch abseits von Taurin die Gruppe der langkettigen Omega-3-Fettsäuren, da diese in einer Studie zeigten, dass eine hohe Gabe dieser Omega-3-Fettsäuren die Thrombozytenfunktion und damit die herz kreislauf von veganen Probanden verbessern kann. Das erklärt aber nicht wirklich die Unterschiede in den Ex-Vivo-Versuchen zwischen Veganern und Vegetariern und Mischköstlern, denn die meisten Mischköstler bekommen relativ wenig Omega-3, EPA, DHA über ihre westliche Ernährung. Daher sucht man nach anderen Stoffen, die Mischköstler auch in der klassischen westlichen Mischkost etwas höher zuführen. Und da kommen natürlich die Carni-Nutrients ins Spiel, unter anderem auch Taurin, da Taurin auch eine Reihe an kardioprotektiven Funktionen und Aspekten aufweist. Taurin wirkt antioxidativ. Es wirkt blutdruckregulierend. Taurin zeigte im Fall von Herzinsuffizienz außerdem eine vorteilhafte Wirkung auf die Kontraktionskraft des Herzens und wirkt positiv auf eben jene hier relevante Funktion der Thrombozyten der Blutblättchen. Dass die positive Wirkung hier in diesem konkreten Fall eher auf Fleisch und weniger auf Fisch zurückzuführen ist, zeigte einer der drei Ex-Vivo-Untersuchungen, die noch einmal die Gruppe der Fleischesser unterteilte in einen höheren und niedrigeren Fleischkonsum auf täglicher Basis. Und es zeigte sich, dass die Thrombozytenfunktion jener mehr Fleischesser Personen sogar besser ausfiel als jene der etwas weniger Fleisch essen Personen, die allerdings immer noch besser ausfiel als jene der Vegetarier und Veganer. In der Untersuchung zeigte sich, dass Personen mit einem hohen Fleischverzehr von mehr als 285 Gramm pro Tag und damit auch einem sehr hohen Taurinverzehr im Vergleich zu jenen Personen mit moderatem Fleischverzehr von weniger als 285 Gramm pro Tag in den Ex-Vivo-Studien in Bezug auf die Verklumpung der Thrombozyten besser abschnitten. Dass das Taurin hier mechanistisch plausibel in Frage kommt, legen auch schon frühere Tiermodelle nahe, bei denen sich zeigte, dass bei taurinfreier Ernährung die Thrombozytenaggregation, also das Verklumpen der Blutblättchen, im Vergleich zu einer taurinhaltigen Ernährung deutlich anstieg. Ein Ausgleich dieser Taurinunterversorgung konnte im Anschluss die Thrombozytenaggregation normalisieren. Wie die Wissenschaftler in dieser Publikation schlussfolgern, können bereits moderate Mengen an Taurin, hier werden 150 Milligramm pro Tag vorgeschlagen, im Rahmen einer vegetarischen und veganen Ernährungsweise deutlich positive Effekte auf die Gefäßgesundheit von vegetarisch lebenden Probanden ausüben. Und das ist wichtig, denn natürlich weist eine vegetarische und vegane Ernährung auch diverse positive Einflussfaktoren auf die Gefäßgesundheit auf. Aber wie die zuvor genannten Studien zeigen, ist oft zum Beispiel die Rate an Schlaganfällen bei veganen Menschen höher als bei Mischköstlern. Und da ist es unter anderem Taurin, aber vielleicht auch andere Carninutrients, die hier eine entscheidende Rolle spielen. Sechstens, die Statusbestimmung und Zufuhrempfehlungen für Taurin. Die zweigängigsten Parameter zur Bestimmung der Taurinversorgung sind die Plasmawerte und die Vollblutuntersuchung für Taurin. Wie Untersuchungen bereits in den 90er Jahren zeigten, hat die Blutabnahme und auch die Messmethodik einen sehr großen Einfluss auf die Validität der Ergebnisse und daher kommt es in Studien immer wieder zu widersprüchlichen Messergebnissen, wenn Labore nicht wirklich sehr sauber arbeiten. Schwankungen von bis zu 100% in den Ergebnissen können durch Messfehler bei der Statusbestimmung von Taurin im Plasma auftreten und daher sind Messergebnisse diesbezüglich stets mit Vorsicht zu genießen. Die hier eingeblendete Tabelle aus unserem Blogartikel zu Taurin zeigt die Referenzwerte sowohl für die Plasma- als auch Vollblutanalyse für Taurin. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man beides testen lassen. Wenn man sich für eines entscheiden muss, dann sollte man die Vollblutanalyse präferieren, weil die im Vergleich zu der Plasmaanalyse deutlich weniger anfällig ist für Messfehler und auch diese Werte deutlich weniger großen Schwankungen in Bezug auf zum Beispiel die Nahrungszufuhr unterliegen. Trotz aller Sorgfalt in der Handhabung der Blutproben sei allerdings erwähnt, dass die Taurinwerte im Blut unabhängig ihrer Behandlung nur bedingt aussagekräftig sind, weil die Level an zirkulierenden Taurin nur in unzureichendem Maße mit den Körperspeichern an Taurin korrelieren und Taurindefizite sind daher voraussichtlich häufiger, als es herkömmliche Tests erschließen lassen. Bei taurinfreier oder taurinarmer Ernährung, bei einer vegetarischen, veganen oder jeder fleischreduzierten Ernährung, ist es aber ehrlicherweise auch durchaus möglich, einfach die Taurinwerte gar nicht bestimmen zu lassen, weil die ja auch sehr fehleranfällig sind, wie wir gesehen haben, und man stattdessen einfach jene Mengen zuführt, die auch in der Mischkost an Taurin zugeführt werden und in Studien ja zeigen, dass es a. eine sichere Zufuhrhöhe ist und b. auch zeigen, dass diese Mengen mit gesunder Vorurteilen einhergehen. In der klassischen westlichen Mischkost sind das Werte zwischen 150 und 400 Milligramm pro Tag, das heißt, das wäre aus meiner Sicht eine sinnvolle Mindestsupplementierung an Taurin, pro Tag, das wären so ungefähr 3 bis 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, wenn man das individualisieren möchte auf das Körpergewicht. Das wäre auch die Zufuhrempfehlung anhand des Gewichtes für Kinder, Jugendliche und andere Altersgruppen. Und wenn man eine optimale Zufuhr haben möchte, dann sind es eher Werte im Bereich von 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ungefähr zum Beispiel 700 Milligramm Taurin bei einer 70 Kilogramm schweren Person, wenn man die Taurinspiegel optimieren möchte und das Maximum an gesundheitlich positiven Effekten durch die Taurin-Zufuhr erfahren möchte. Diese Taurin-Zufuhrmengen sind immer noch weit entfernt vom sogenannten Observed Safe Level, OSL in Höhe von 3000 Milligramm. Die EFSA erwähnt darüber hinaus, dass in einigen Publikationen selbst die doppelte Menge in Höhe von 6000 Milligramm pro Tag über Zeiträume von bis zu einem Jahr keine negativen Effekte in Humanstudien zeigten. Wie auch bei anderen Nährstoffen ist es so, dass auch Karni-Nutrients zum Teil synergistisch miteinander arbeiten und daher beispielsweise neben Taurin auch Carnitin, Kreatin und weitere Karni-Nutrients eine Rolle spielen. Und daher ist es meine Empfehlung, wenn man Taurin supplementiert, direkt Carninutrient-Kombipräparate zu supplementieren. Wenn man Interesse hat, ein Kombipräparat mit laborgeprüfter Markenrohstoffqualität zu haben, dann gibt es zum Beispiel das sogenannte MEBICO-Präparat, MEBICO für Meat-Based Bioactive Compounds, Präparat bei Watson Nutrition, das Taurin, Kreatin und Carnitin enthält. Das Pulver liefert mit einer Tagesportion in Höhe von 5 Gramm insgesamt 700 Milligramm Taurin, 500 Milligramm Carnitin und 3000 Milligramm Kreatin für eine optimale Versorgungslage bei fleischfreier und fleischarmer Ernährung. Das Pulver ist fast zu Gänze geschmacks- und geruchsneutral und kann daher in jedes beliebige Gericht einfach eingerührt werden, um so den Nährwert des jeweiligen Gerichtes zu erhöhen. Wenn man nicht die Optimaldosis, sondern aus Kostengründen nur die Dosis haben möchte, die auch die gängige Mischkost liefert, könnte man theoretisch auch nur ein Drittel der Tagesportion oder die gesamte Tagesportion alle drei Tage einnehmen, würde entsprechend dann länger mit dem Präparat auskommen und würde dann jene Mengen decken, die man auch über die gängige westliche Mischkost bekommt. Auf der Webseite von Watson Nutrition gibt es außerdem eine Tabelle mit den Zufuhrempfehlungen für Medico für alle Altersgruppen und gerade in den kritischen Lebensphasen sollte hier zur Sicherheit eine Supplementierung stattfinden. Das war es für dieses sehr ausführliche Video zu und ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video sehen.